Das ruhige Herz. Folgende drei Menschen, ihr Jünger, sind in der Welt anzutreffen. Welche drei? Der Hoffnungslose, der Hoffnungsvolle und der Hoffnungsgestillte. Welcher Mensch aber ihr Jünger gilt als Hoffnungsgestillt? Da ihr Jünger ist einer ein Wahnerloschener. Der erfährt, ein Mönch mit solchem Namen heißt es, hat durch Vernichtung des Wahns noch bei Lebzeiten die wahnlose Gemütserlösung und Weisheitserlösung erlangt, selber erkannt und verwirklicht. In Selbstzucht wohlbereitete Vertiefung bringt große Frucht, bringt großen Lohn. In Vertiefung wohlbereitete Weisheit bringt großen Lohn. Der in Weisheit wohlbereitete Geist wird ganz und gar von den Trieben befreit, nämlich dem Sinnlichkeitstrieb, dem Daseinstrieb, dem Glaubenstrieb, dem Nichtwissenstrieb.